Herzlich willkommen. Wir haben heute zu Gast Felix Reble von Wilhelm. Ich bin Lea Röhrig und das ist meine Kollegin Marisa Hoffmann von der DZ Bank. Zunächst erstmal, was ist Wilhelm überhaupt? Das ist einfach erklärt. Du hast mir vorhin erzählt, dass du keinen Plan von der Versicherung hast und nicht ganz genau weißt, ob du gut abgesichert bist. Mhm. Und da sitzen wir an mit Wilhelm. Weil de facto hast du ja heute mehrere Möglichkeiten in Deutschland. Du kannst dir überlegen, gehst du in die Bank, lässt du dich von einem Versicherungsberater beraten. Ich glaube, das ist nicht jedermanns Sache. Ja? Und wenn der Berater dann auch nur ausschließlich mit Angeboten von einem Anbieter um die Ecke kommt, dann werde ich persönlich zumindest skeptisch. Die Alternative ist dann, ich begebe mich ins Netz und in den Vergleicherdschungel und überlege mir, welcher Tarif passt eigentlich zu mir. Und dann bin ich irgendwann auf Seiten wie Check24 und muss eigentlich relativ viel eingeben und das dauert Zeit. Und auch das passt nicht zu mir. Und solche User wie du und ich gibt es, glaube ich, mehrere am Markt. Und genau da setzen wir an mit Wilhelm. Das heißt, Wilhelm ist der smarte Versicherungsspezialist, der dir auf der einen Seite eine App liefert, mit der du immer den vollen Überblick über deine Versicherung hast, mit der du immer siehst, welche Versicherung habe ich eigentlich, bin ich gut abgesichert, passt das alles zu mir, zahle ich irgendwo zu viel Geld. Und auf der anderen Seite hast du ein Team von Wilhelm-Versicherungsexperten, die immer für dich da sind. Das heißt, wenn du keinen Plan von deiner Versicherung hast, dann lädst du dir am besten jetzt die App runter, zeigst uns mal kurz auf, wie dein Versicherungsleben ist. Wir werden mit der App und dir dann gemeinsam rausfinden, was du eigentlich brauchst. Und wenn es dann konkret wird, sind unsere Versicherungsexperten für dich da und beraten dich ganz gerne persönlich und machen dir das für dich passende Angebot. Mhm. Denn wir als Makler, das sind wir, bieten dir an, alles aus dem Markt und das, was zu dir passt. Wie kam dir auf den Namen? Also, oder wie kam die Idee überhaupt zustande? Also die Idee war eine Reaktion aus unserer Gruppe auf den Markt. Wir haben gesehen, dass andere Startups in dem Segment auch aktiv sind. Und am Ende haben wir festgestellt, dass wir eigentlich in der genossenschaftlichen Finanzgruppe kein passendes Angebot haben an der Stelle. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir Wilhelm gründen. Und zur Frage zu dem Namen. Interessant. Also wir haben in der Tat bei der Gründung überlegt, wie können wir unser Startup nennen, wie können wir unser Baby nennen. Es gibt so zwei Kategorien an möglichen Namen, die du in dem Segment gefunden hast bislang. Das waren einmal so Kunstwörter wie Get Safe oder Knip. Es waren aber auch Vornamen dabei, wie Clark von Clark Kent, ja, Superman. Jetzt sind wir nicht Superman, aber wir sind zumindest ein Wilhelm geworden, weil wir gesagt haben, wir stehen für Solidität. Ja, das finden wir auch in der Gruppe wieder. Und dann haben wir uns einfach des Zweitnamens bedient von dem Gründervater der Genossenschaftsidee, Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Mhm. Und so heißt man jetzt Wilhelm. Sehr gut. Und mit Wilhelm kann ich dann alle Versicherungen abdecken? Ja, kannst du. Mhm. Von deiner Hausratversicherung über die Haftpflichtversicherung, aber auch das Thema Altersvorsorge kannst du bei uns abdecken. Das Thema Krankenversicherung kannst du mit uns besprechen. Wir sind für dich als Privatkunden in allen Bereichen für dich da. Das ist ja Datenschutz auch immer so ein großes Thema in aller Munde. Wie wird das bei euch? Sind die Daten bei euch sicher? Da habe ich ein sehr gutes Gefühl. Warum? Weil wir einmal komplett durch die Sicherheitsprüfung unserer Gruppe gelaufen sind und wir sind alle die genossenschaftliche Finanzgruppe hatten, sehr hohen Anspruch an Datensicherheit und dementsprechend können wir das auch bei Wilhelm ja, guten Gewissens sagen, die Daten sind sicher. Mhm. Und Wilhelm ist somit ausschließlich für private Nutzer gedacht, oder? Was die Zukunft bringt, weiß ich noch nicht, aber momentan sind wir ausschließlich für private aufgestellt, ja. Jetzt interessiert uns natürlich nicht nur das Produkt Wilhelm, sondern auch so, wie die Arbeitsweise bei euch ist. Ist es so ein typisches Startup oder wie kann man sich das vorstellen? Also es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, bei Wilhelm zu arbeiten. Und ja, wenn man sagt, ein typisches Startup hat flache Hierarchien, jeder kann sich frei entfalten, dann sehe ich das bei Wilhelm auch. Also wir haben schon Herausforderungen in dem Segment. Wenn du im Bereich Versicherungen etwas digitalisieren willst, stößt du immer wieder an die Grenzen des Machbaren, weil einfach auch Versicherungskonzerne und diese ganze Struktur nicht unbedingt jetzt die digitalste Struktur Deutschlands ist. Und darin müssen wir natürlich immer wieder überlegen, wie können wir für den Kunden eigentlich smarte
wirklich intelligente Services bauen. Und das heißt, du brauchst ein bisschen einen langen Atem. Und dafür haben wir im Team wirklich eigentlich die idealen Voraussetzungen, weil wir können frei miteinander reden, wir nehmen kein Blatt vom Mund beim Brainstorm. Wir bauen aufeinander auf und sind einfach im Team füreinander da. Insofern macht Spaß, ja, und wir kommen gut voran. Ja, sehr schön. Und welche Hürden gab es so bei der Entwicklung von Wilhelm? Also mit Sicherheit die spannendste Hürde ist das, was ich gerade angesprochen hatte. Wenn wir uns überlegen, was komplett Digitales zu etablieren, also einen tollen neuen digitalen Service, dann denkt man ja vielleicht so Richtung Amazon oder Apple, dann sollte das schnell gehen und sollte auch reibungslos funktionieren, was man da etabliert. Und ich gebe euch ein Beispiel, das ist eine der größten Hürden. Wenn wir jetzt einen neuen Kunden bekommen bei Wilhelm, dann kann der in unserer App kann er sich seine komplette Vertragsübersicht erstellen. Dafür brauchen wir leider Stand heute noch viel seine Hilfe, weil der Kunde sagt uns zwar, lieber Wilhelm, du kannst auf die Versicherungskonzerne zugehen und kannst dir deine Informationen zu mir einholen, aber wenn wir das machen, dann stoßen wir an die Grenzen des Machbaren, weil nicht jeder Konzern reagiert sofort und digitale Schnittstellen gibt es da auch nicht so viele. Ja? Das heißt, ich kann da nirgends auf den Knopf drücken und sagen, jetzt gib mir mal hier bitte die Daten von Max Mustermann, ich bin sein Makler und ich würde ihn gerne beraten. Da gibt es keinen Knopf, ja, und da gibt es dann einen Brief, der mir geschickt wird nach 4 Wochen, ja, und da kriege ich dann sozusagen die Unterlagen von Max Mustermann und darf die dann noch einlesen, sodass ich dann als digitaler Makler endlich digital aktiv werden kann. Das ist eine der größten Hürden, die wir haben. Ja. Kommen wir mal zu den Hürden, zu was Schönes. Was kann man sich von euch abschauen? Naja, wir machen einfach immer. Ich kenne das, ich komme ja selbst aus dem Konzern und kenne Konzernstrukturen, auch aus meiner früheren Beratungstätigkeiten, Großunternehmensstrukturen so, dass man gerne viel diskutiert. Ja, und da kann ich glücklicherweise sagen, wir diskutieren zwar auch viel, aber wir machen dann auch schnell mal einfach, um einfach zu lernen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja. Und gibt es schon irgendwie so eine Ahnung, wo es mit Wilhelm hingehen soll? Naja, ich hab eine Vorstellung, was ich gerne erreichen will. Und meine Vision ist es, dass eigentlich du eines Tages vielleicht gar nicht mehr dich sorgen musst um deine Versicherung, weil Wilhelm alles für dich rund um deine Versicherung erledigt. Ohne, dass du in irgendeine App schauen musst, ja, und ohne, dass du dir noch Gedanken darüber machen musst, dass du hier abgezockt wirst oder vielleicht einfach nicht passend abgesichert bist. Das heißt, in der Welt, in der künstliche Intelligenz, das Analysieren von Daten und so weiter immer wichtiger und relevanter wird, kann ich mir schon vorstellen, dass es eines Tages einen Service gibt, der für dich alles macht und im Hintergrund alles managt. Aber entscheidend ist, glaube ich, zu schauen, was wollen eigentlich die Nutzer. Ja, also wollen wirklich irgendwann die Versicherungskunden sagen, ich habe da einen digitalen Service, der managt alles für mich und ich weiß gar nicht mehr, wie ich versichert bin. Hauptsache, ich bin passend versichert. Weiß ich nicht, ob das die Zukunft ist, aus Nutzersicht. Also wir werden sehen, wo die Reise hingeht und dabei immer schön auf unsere Nutzer hören, auf unsere Kunden hören und gucken. Ja, vielen Dank, Felix. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine coole App und auch eure Kultur klingt richtig cool. Wir beide laden uns die App auf jeden Fall runter. Okay, das ist gut. Ja, vielen Dank. Dann habt ihr einen besseren Plan von Versicherungen. Ja, das ist sehr gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank.